Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Yeah, und zwar zocken wir heute an Rake oder Rake oder keine Ahnung. Und wieder am Start zu dem Angezockt ist der liebe, keine Ahnung, wer jetzt wer ist, Rivano. Ja, hallo, doch, ich war richtig, hallo. Und der liebe Gabax. Jo, hallo Leute. Und natürlich ich, Onkel von Gamers TKP. Und wie gesagt, wir testen jetzt mal hier Rake an. Also Leute, die Taschenlampe auf dem Wohnwagen und ihr seid blind. Und um was geht's hier bei Rake? Ich hab keine Ahnung. Oder es bei geht Rage? Wahrscheinlich erstmal hauptsächlich wieder um Survival, ne? Also wie man es so kennt. Ja, und es sieht so aus, dass wir im Wald sind und dort irgendwelche grässlichen Monster leben. Ja, und wir haben uns zwar quasi hier verirrt und müssen versuchen zu überleben. Habt ihr das Anstellen ist uns überlassen. Hast du einen Inventarknopf gefunden? Nee. Gibt's einen Inventarknopf? Also du hast Escape, hast du deine Controls. B, 4, 3, 2 und 1. 4 für Trump, okay. Was da habe ich aber keine Schrotflinte. Nee, die habe ich gerade hier drin gefunden, die Schrotflinte. Ah, okay. Kannst du mal sehen. Und ja, also wie ich weiß, ich wurde nämlich schon von dem Vieh angegriffen, er rennt hier irgendwie ein Alien rum, weil ich bin hier auf den Server connected und wurde angegriffen von dem Vieh. Oh, und wir haben jetzt einen eigenen Server aufgemacht, das heißt, wir sind hier alleine. Und, ist das jetzt schon der Gabax irgendwo hingerannt? Weil ich bin der Einzige mit Waffe. Ja, ich bin hier im Wohnwagen. Okay, weil ich bin nämlich der Einzige mit Waffe. Da würde ich nämlich sagen, dass wir zusammenbleiben. Ich habe ja keine Ahnung. Also wir werden wahrscheinlich hier von dem Alien gejagt. Und ach, schau mal. Also es scheint wohl so, dass wir irgendwie Geologen sind oder ich weiß nicht, Geisterjäger. Können wir die Taschen mal ausmachen? Wir haben hier ein paar Fotos hinterlassen. Versuchen quasi ja, ein. F. Ah, guck mal, da steht irgendwas mit Bigfoot. Also es scheint wohl zu sein, dass wir mysteriöse Monster suchen. Geil, guck mal, Gollum. Ja, und da haben wir so ein bisschen. Hasenohren. Guck mal, das eine. Guck mal, kennt ihr das Foto da rechts? Das kenne ich sogar. Welches jetzt? Mit diesen leuchtenden Augen, das Vieh. Von also ganz Horrorfilm. Links. Ja, das ist aus. Nee, das ist von YouTube, so ein. Kenne ich sogar. So ein mysteriöses Vieh. Okay. Ja, cool. Jetzt habe ich so eine Kamera in der Hand und weiß gar nicht, wie ich damit was anfangen kann. Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, lass uns mal, ich weiß nicht, hier hinten ist so ein rotes Licht. Sollen wir da mal hin? Hin in der Ferne? Gabax, du hast deine Kamera fallen lassen hier, ne? Oh, was wo? Echt? Nee. Nimm die mal mit, hier. Nee, ich hab eine. Ich hab jetzt sogar gerade mit B das Fernglas dran. Kann dann jetzt Leute, wir können, wir können hier einen Film gucken. Wollen wir mal ganz kurz einen Film gucken? Echt? Können wir einen Film gucken? Geil. Hier steht, drück E to watching. Warte einen Moment. Ja, mach mal. Ja, seid ihr alle da? Ich mach an. Ja, ja. Film ab. Jetzt gucken wir uns. YouTuber. Hä? You did not, was? You did not set up Kameras. Du musst irgendwann nachs. Wir können also was filmen mit der Kamera und dann können wir uns das hier anschauen und dann irgendwie aufnehmen oder. Cool. Ah, okay. Und wie benutze ich die? Rechts gehen wir gedrückt halten, dann hast du so, da unten steht dann so 5 und dann kannst du so einen Film aufnehmen. Echt? Bei mir? Also wenn du 3 drückst, dann hältst du. Ja, nee. Ich hab die in der Hand. So, jetzt wie kann ich filmen? Der hält bei mir die ganz komisch. Ja, bei mir auch. Als würde der sagen, hier, guck du mal da durch. Genau. Aber ich find's ja schon mal gut, dass wir eine Taschenlampe haben, ohne Batterie. Habe ich jedenfalls den Eindruck. Brauchen wir dafür Munition? Und ja, wir können ja mal gucken, was wir hier so alles machen können. Okay, ich bin jetzt wie gesagt der Einzige mit einer Waffe und ich würde gerne mal da hinten zu dem roten Punkt gehen, der da hinten im Hintergrund ist. Und würde mal gucken, ob da vielleicht wer was Neues ist. Du bist das, okay. Drück mal bitte die B-Taste. Ach, kann ich sagen. Dann komme ich auch bei Nokia. Ja, und damit kannst du zum Beispiel benutzen, denn es ist nämlich ein Nachtsichtgerät. Fernglas. Nee, also Leute, es kann sogar sein, dass wir wirklich die Geisterjäger sind. Guck mal, wir versuchen scheinbar das Vieh zu fangen. Alter, ich bin Way. So ein Gefängnis, so ein kleines Gitter. Oder der Gabax ist Igor. Na, ich bin der Igor. Ja, stopp mal zu. Und ja. Ich guck mal, was hier so ist. Ich hab keine Ahnung. Hier ist das. Stopp mal, guck mal. Wir müssen die Kameras hier positionieren. Kommt mal her, bitte. Ach, die Kamera da draufsetzen. Ja, dann setze ich mal drauf. So, warte, press Enter. To set up. Achso, ich muss die Kamera erst in der Hand nehmen.
So, jetzt eh. Zack, jetzt ist sie installiert. Ah, wir müssen dann warten, bis die kommen. Dann können wir es auswerten, was passiert ist. Ah. Das ist Paranormal Activity Game ist genau. Das. Genau. Wir müssen quasi wirklich das kann man aber nur an den roten Dingern machen. Okay. Also das heißt, wir müssen die roten Dinger. Dann kommt mal bitte mit mir mit. Ich bin der Einzige mit Waffe. Weil da hinten ist nämlich noch so ein rotes Ding. Ja. Und nimm mal noch jemand, Rivano, geh doch mal rein, da war nämlich noch eine vierte Kamera, die liegt da nämlich noch auf dem Tisch. Ich hab ganz viele. Ich hab noch eine dabei. Achso, hast du noch eine? Ich okay, also sieben Kameras habe ich mitgenommen. Sieben? Ja. Wie kannst du die alle tragen? Ich bin Pornostar. Ich muss immer Kameras mit da. Ich muss die Kamera. Ich hoffe, sieben Winkel. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir noch... Oh, wir können auch rennen, ne? Also hier mit der Taste. Oh, ja, ich renne weg. Ah, tatsächlich, da sollen wir jetzt eine. Ah ja, okay, wir machen jetzt quasi unsere Kamerastellroute. Ja. Wir drehen den gleich. Warte, ich setz die mal. Achso, ich kann auch. Ich wollte auch. Achso, die nächste, okay? Die nächste one. Die nächste, müssen wir hier den Weg. Leute, da hinten ist was. Nein, hör auf damit. Ah! Doch, da hinten ist was. Irgendwas? Ich höre was. Ich höre Geräusche. Oh, da kommt was! Scheiße, du wirst angegriffen, renn weg! Alter! Weg! Der Gabax bleibt einfach stehen, lässt sich verprügeln, wie geil. Ja, ich konnte nichts machen. Ich oh Gott, keinen... hast du aber gesehen? Guck mal, das ist tatsächlich, da waren... Das war Gollum. Zombie, hätte ich fast gesagt. Gollum, genau. Alien. Also es war ein Alien. Hat Alter, ich hab mich so tot erschreckt. Ich drehe mich um, auf einmal steht da so also, viel. Es stand auch in der Beschreibung, dass das ein wirklich sehr atmosphärisches Spiel ist. Und ich muss sagen, ja. Habt ihr ein rotes Licht gesehen? Trotz weil der schlechten Grafik, muss ich sagen, macht das guten Eindruck hier. Ja. Also so von der Soundkulisse und von den... Da hinten ist was Gelbes, meine lieben ja, ich Freunde. Ja, auch. Ich hab schon Fernglas. Das ist, eine Scheune ist das. Eine Scheune, eine Hütte. Da kann man hier ist noch zur Kamera ranmachen. Ah, okay. Ja, dann mach ich. Ja, Gabax darf. Gabax. Ja. Ah, da hinten ist auch noch was. Wir müssen also um die Scheune rum. Aber jetzt haben wir trotzdem die... Vielleicht sollten wir nochmal zurücklaufen und die restlichen Kameras noch holen. Ich hab... Ach, sechs Stück habe ich noch. Ja, alle. Hör schon wieder was? Ja auch, Leute. Ja. Ja, hört sich an wie ein Alienvogel. Alienvogel. So, wir können ja eine Taschenlampe anmachen. Vielleicht haben die dann Schiss. Da hinten blinkt irgendwas. Ah, du kannst mit dem Fernglas mit der Taschenlampe durchgucken. Wie geil ist das denn? Zoom-Faktor. Ach, das ist das Licht. Guck mal da oben. Oben rechts. Eine Art, was ist denn das, eine Hütte oder sowas? Ja, so ein Wachposten würde ich sagen. Ja, tatsächlich. Da sitzt dann der Entenschreck. Ja. Treibjagd. Kommt gleich ein Schild. Treibjagd. Alien. Ey, guck mal, hier leuchtet irgendwas. Und am Ende? Oh, am Ende kommt dann bestimmt Mulder und Scully an und dann werden wir erstmal unsere Materialien beschlagnahmen. Die Musik fehlt ein bisschen, ne? Aber ist cool gemacht so. So eher mehr so richtig realistisch gruselig. Also, bis auf Sound gibt's ja hier die ganze diese Geräuschkulisse im Hintergrund. Das finde ich gut. Hast du noch Kamera, sonst mache ich dran. Okay, ich hab schon dran. Hä? Da komme ich nicht hoch. Dö. Ah. Haben wir jetzt eine Schlange? Ich hör was. Was? Wir trampeln. Ja, ich auch. Onkel? Ich sehe da hinten im Hintergrund noch rotes Licht. Bleib mal zusammen. Hä, ja, wo wir vorbeigelaufen sind, ne? Und unsere Kamera sagt nicht, die. Können sein, dass die voll sind, oder? Die sind kaputt. Ach, jetzt verstehe ich das. Wir lassen die da und wenn die wieder rot sind, sammeln wir die ein und dann ist wahrscheinlich was drauf. Weil ich kann, oder ich habe jetzt eigentlich gedacht, die bleibt jetzt die ganze Nacht da hängen. Onkel, komm mal wieder zurück. Wo bist du? Ich will mal zu dem Haus hochgehen. Achso. Okay, ich bleib bei Onkel, denn er hat die Knarre. Ich höre was. Glaube ich. Das warst du? Du bist also eine Alien. Also das Spiel ist schon echt interessant. Ja, also ich finde es eine gute Atmosphäre, trotz schlechter Grafik. Ja, ich habe trotzdem noch keine Ahnung, was es überhaupt geht. Ja doch, es geht scheinbar darum, dass wir versuchen müssen, Monster zu finden. Oh, da ist was. Da ist was. Munition war das, Onkel, ja. Und das ist nur die Batterie für die Lampe. Wir sind scheinbar Geisterjäger oder sowas. Oder Alienjäger, Geisterjäger, alles mit dran. Wollen vielleicht. Warte mal, hier hinten war doch noch ein. Ah, weißt du, woran mich das erinnert? Blair Witch Project. Da waren ja auch drei Stück, die im Wald gegangen sind und irgendwas. Und dann auf einmal, wenn wir kleine Steinhaufen sehen und so, dann wissen wir Bescheid. Wollen wir mal zu der Kamera hin? Ja, da hab ich mir auch gerade gedacht, weil die rote ist. Das Kamera? Genau. Ah! Oh nein, er hat mich! Ich kann nichts machen! Ich
Schlag ihn. Er schleppt mich weg, hilf mir. Warte, du bist doch hier, Mensch. Du bist bei mir. Ich war doch gerade voll am Wackeln, was war denn das jetzt? Ihr habt's alle gesehen, Leute, er hat mich gepackt. Der schleppt mich weg. Das sah jetzt echt so aus, müsst ihr mal gucken bei mir. War total über den Kopf und so. Richtig cool. Okay, was ist damit? Ah, der hat die Kamera geklaut. Nein, die hatten wir noch gar nicht gesetzt. Doch, die hatten wir hier gesetzt an der Wand, nee. Ja. Doch, nee. Geh mal zurück zu der anderen. Aber ja. Ja, willst du zu zurückgehen oder was? Hm? Ja, da haben wir noch was Gelbes, sehe ich gerade. Wir haben eben hier hinten, ne? Hinten ist Licht. Guck mal. Das ist ja, nochmal. Da sind wir doch von da gekommen. Ja, aber da hinten ist doch noch mehr. Wo denn? Na gut. Würde auch gerne mal eine Waffe haben. Ich folge nur dem mit der Schrotflinte. Ja, der Onkel trifft das Scheißvieh ja noch nicht mal. Das habe ich getroffen, 2-mal. Echt? Das ist voll ein mitgegeben, sehr schön. Ich höre hier irgendwelche Froschgeräusche oder sowas. Das hat Alien getarnt als Frosch. Kirbit. Hallo, ich bin euer Freund und dann. Kirbit? Hobbit? Ja, ist Kirbit. Mir fehlt die Springtaste. Ja. Weil jeder Forscher kann springen. So, was ist denn das da? Ist das ein Bug oder ist das irgendein Objekt? Da leuchtet irgendwas, ne? Ja, keine Ahnung. Aber es scheint ein Bug zu sein. Ja. Oh, ja, hier toll. Auch ich hab gedacht, wir kriegen irgendwelche Zeichen hier. Oh, das ist das hier. Ich kann euch nicht beschützen, wenn ihr so weit vorne rausrennt. Das macht nichts. Was, so weit? Wir locken die... Oh, da ist was! Da ist was! Achtung! Wo? Ein Wildschwein. Geil, die haben sogar Tiere eingebaut. Tatsächlich mit Augen. Alter, ja. Die Augen leuchten, guck mal. Ja, vielleicht ist das ja ein Zombie-Wildschwein oder ein Geister-Wildschwein. Das könnte auf jeden Fall angreifen. Ich nenne es auf jeden Fall Schweinchen-Babe. Schweinchen-Babe. Muss man mit dem Fernglas angucken. Kann man das töten? Ding. Bestimmt, ganze Fleisch aus. Wie viel Munition hast du denn? Schweinepriester. Er tötet Wie viel Muni hast du denn, Onkel? Noch 10 Schuss. Das haut ab. Ja, spar auf Alien. Ja. Vielleicht sieht man das ja auch, wie das gleich gefressen wird, so als Köder. Wäre auch geil. So wie Velociraptor. Ja, was? Wo seid ihr? Ach, da hinten. Hier ist noch ein Licht. Ah. Hm. Boah, ist das dunkel hier in dem Wald, ey. The Forest. Ist ja normal. Schon wieder. Kommen gleich die Ausgeborenen. Da hinten ist noch ein rotes Bild. Ich tue das Kamera. Ja, und hier ist auch eine Straße. Ah, da oben ist es dann jetzt wieder eine... Gibt's eigentlich eine Map? Habt ihr schon mal M gedrückt wie ein Nicht-Map? Oh, ich habe Lebensenergie verloren. Life Leech. Soll ich eben die Kamera ansetzen? Ich bin mutig und ich geh. Da ist eine ganz große Hütte, komm mal bitte her. Oder meinst du die? Bei mir? Ah ja, hast du schon gesehen, okay. Hier ist eine Hütte. Ja, die meinte ich ja. Als. Oh, die ist aber bewachsen ist die. Oh, was zum Geier. Hier kommt ein Grusel-Horrorgeräusch, da hab ich ein bisschen Angst. Onkel, geh mal bitte vor. Oh. Ist eine Geisterhütte, ich geh mal rein. Oh oh, Bärenfallen. Können wir die benutzen? Vielleicht. Oh, wir können Bärenfallen benutzen. Tatsächlich. Ja. Geil, jeder eine. Wie kann ich die denn jetzt einsetzen? Trap ist 4. Cool. Okay, können wir bestimmt auch die Sau jagen. Tja, wir wissen leider noch nicht was. Denn. Ach nee, das war ein Baum. So. Was wir genau machen hier. Weil ich glaube, wir müssen das Vieh einfangen oder töten und dann können wir es mitnehmen. Boah. Das ist eine Atmosphäre hier mit dem Sound. Wahnsinn, echt. Da bellt auch jemand. Was ist? Oh Mann. Na, ihr wart. Ich bin erschrocken für euch. Gabax, du bist so gruselig. Genau, ich finde es so gut. aber ich habe eben gerade noch eine Hütte gesehen, die dunkel war, ne? Ja, komm mal her. Da ist aber was. Der Rotes. Hütte, wo wir herkamen. Wo seid ihr? Das ist das Lebkuchenhaus. Ich bin bei Onkel. Zu mir. Hallo. Ich weiß nicht, wo du bist.
Verarschen. Wir haben Gabax verloren. Gabax ist weg. Ja, ich bin das Onkel. So, hinter euch. Ah. So, kommt ihr mal mit? Mhm. Hallo. Ja, ja, hier ist doch die Hütte. Nein, die meinte ich nicht. Eine andere. Ich denke, die kaputte Hütte. Meine eine andere. Komm, wir folgen einfach den Gabax und dann gucken wir. Genau, dann kannst du immer noch meckern, mir. Falls er falsch folg ist. Folg mir mal. Falls er falsch ist. Ey, das Spiel gefällt mir. Also ich bin froh, dass wir das zocken. Irgendwie ist das cool. Ja, aber wir wissen noch nicht, ob es geht, das Ding. Naja, ob wir auch alle Tasten schon haben. Ich würde ganz gerne mal zu so einer Kamera gehen. Die Toilette. Nee, das ist ein Wachhäuschen. Kennt ihr doch. Da kannst du dann hier vor einen Trap stellen und dann bist du eigentlich sicher. Okay, gut, lass mal weitergehen. Mir ist aufgefallen, wenn man durchs Fernglas guckt, dann bewegen die Viecher sich. Wahrscheinlich merken die das dann. Was, die bewegen? Hä? Ja, dann kommt öfters so ein Vieh, weil ich habe vorhin die ganze Zeit geguckt und auf einmal war es dann da. Oh, das ist gruselig, wenn man da durchguckt. Ja, vor allem, wenn du dir das dann wie im Horrorfilm vorstellst, in dem einen Moment, wo du nach rechts gehst, hast du auf einmal so einen Alienkopf vor dir. Ah, da hinten steht einer. Dann ist das auch komm. So ein bisschen nachtsichtmäßig, ne? Ja, aber komm mit, die Treppe hier lang. Nee, ja, ein bisschen. Da hinten ist noch ein Haus und da wollte ich mal langlaufen. Ja, aber was ist mit Onkel? Onkel ist schon wieder sonst wo. Der Onkel ist doch hier. Da. Nein, Onkel ist hinter mir. Der Onkel hat die Pumpgun. Oh, oh, oh. Ich höre irgendwas. Oh, ich höre was. Warum schießt du? Warum schießt du einfach? Ich wollte mal gucken, ob ich euch verletzen kann. Ich wollte mal gucken. Ich wollte mal gucken, ob ich euch verletzen kann. Weißt du, ja, nachher sterben wir alle, weil eine Munition fehlt. Ja, weil ein Schuss fehlt. Und das war der Schuss gerade. Genau. Den du geopfert hast. Habe ich dich denn verletzt? Mein. Ja. Echt? Seelisch, moralisch und. Nee, keine Ahnung, du hast ja daneben geschossen. Noch nicht mal daneben. Doch, wollen wir nach links da oben zu der Hütte? Hast du auch auf Gabax geschossen, nicht auf mich? Ich weiß nicht, auf wen ich geschossen hab. Ja, auf Gabax. Ich hab keinen Schaden gekriegt. Ja. Da hinten ist was Rotes. Oh, oh, Hilfe, Hilfe, Alien hat mich. Ja, doch nicht alleine los, Mann. Ja, oh, weil ich wollte gerade sagen. Ah, ich bin auf dem Kopf, wo bin ich? Oh, der hat mich umgehauen. Hä? Warum lebt? Oh, ich hab ganz schön viel Lebensenergie verloren. War hier im Gebüsch. Hörst du das? Was denn? Was hörst du ständig, Gabax? Bleib mal stehen. Ach, du bist das. Ich mach doch gar nichts. Nee, ach, guck mal, das ist das Wildschwein. Hm. Hab ich schon gewundert. Ich hatte aber gerade kein Wildschwein angegriffen. Das war ein Alien. Boah, ich hab wieder Alien. 14, ich hab wieder 14 Schuss. Was? Okay. Gefunden, oder was? Also ich habe das Gefühl, dass wir das Vieh fangen müssen. Hm. Die Frage ist nur, was wir mit den Kameras machen. Ja, wahrscheinlich aufspüren. Ach so, meinst du, wenn die wieder ausgehen und wir wissen, wir haben es da hingepackt, dann ist es da oder was? Oder nee, sollen das wir damit... auch ein Beweisfoto haben, dass es überhaupt existiert. Da ist noch eins, warte, ich hau eine Kamera rein. Da ist doch eine dran. Nee. Ah nee, da nicht. Da hinten ist irgendwie so ein umzäuntes etwas. Da steht was. You cannot set up more Kameras. 5 Stück brauche ich für das Teil hier. Was? Ja, da steht 5. 5 Kameras. Lass mal lesen. Na, du sollst erstmal eine in der Hand nehmen. Hab ich. Ich hab doch eine Kamera in der Hand. Guck. Okay. Ich halte sie doch so wie so ein... Ja, tatsächlich. Und da steht 5. You cannot set up more 5 Kameras. Hm? Na, super. Ich hätte doch die Verbeihung noch mitnehmen sollen. Da war noch gar keine mehr. Doch. Ich hab keine gesehen gehabt. Berch. Hätte ich ja 30 Stück voll machen müssen, wa? Alter. Ja, hast du auch gehört. Alter. Also ich finde, dass wir wahrscheinlich, so. Ich finde, dass wir jetzt vielleicht mal an dieser Stelle den was, Part ausknipsen. Da ist was ganz Großes. Lass uns da mal kurz hingehen. Nein, das können wir später machen. Ja, morgen. Okay. Dann wird's spannend. Gott sei Dank. Oh, liebe Freunde, das wird spannend. Oh, ja. Da hinten ist was hell leuchtendes. Okay, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, bis jetzt sieht das Spiel ja gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Also es sieht schlecht aus, aber ich meine, es macht schon Spaß, aber... Da würde ich sagen, sehen wir uns. Mehr als erwartet, muss man mal sagen. Oh, ja. Sehen wir uns dann nächste Woche Sonntag wieder, meine lieben Freunde, zum zweiten Part. So lange müsst ihr jetzt noch warten. Oh. Ich hoffe, ihr haltet es aus.
Und ja, lass doch mal kommentieren, was so euer erster Eindruck ist. Und ja, okay, dann würde ich sagen, ciao. Achso, Onkel, warte. Ja. Achso, habt ihr schon ausgedreht oder haben wir noch kurz Zeit? Wollen wir vielleicht noch sagen, was wir so vorhaben mit, dass wir jetzt so eine Angezockt-Serie starten jeden Sonntag? Hab ich doch schon. Was sagen? Machen wir doch schon. Am Anfang? Ach, keine Ahnung. Ich habe aber eigentlich nichts gehört davon. Ein bisschen spät. Na gut. Okay, liebe Freunde, dann bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.